Erstkommunion, das ist die Einladung zu einer ganz besonderen Gemeinschaft mit Jesus Christus. Es ist die Mahlgemeinschaft Gottes mit uns Menschen. Jetzt ist der große Tag gekommen, wo ihr so lange in euren Gruppen euch vorbereitet habt. Heute dürft ihr zum ersten Mal Jesus, euren Freund, ganz in euch aufnehmen. Wie Jesus sich mit uns verbinden will, so sind auch wir Menschen untereinander verbunden. Aber manchmal schneiden wir diese Verbindung ab. Das Netz reißt und wir müssen es wieder knüpfen. Dieses Netz, das wir mit der Kraft Gottes versucht haben zu bilden, das uns untereinander verbindet, das wollen wir jetzt zu Jesus selbst bringen. Und Jesus ist bei uns wo? Auf dem Altar, ne? Das Evangelium, die frohe Botschaft, erzählt uns von Jesus Christus. Wir hören im Wort Gottes von Jesus und er ist so unter uns gegenwärtig. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Die Emmaus-Geschichte gibt uns Mut und Hoffnung. Denn auch wenn wir es nicht merken, Gott geht mit uns. Jesus lebt und ist für uns da. Die Kommunionkerze, entzündet an der Osterkerze. Jesus Christus ist das Licht der Welt, ein Licht, das auch uns leuchten will. Diese Kerzen sind die ganz persönliche Erinnerung an den Tag der ersten heiligen Kommunion. Alles, was uns am Herzen liegt, können wir zum Altar bringen. Die wichtigsten Gaben aber sind Brot und Wein. Sie sollen gewandelt werden in den Leib und das Blut Christi. In Brot und Wein ist Jesus unter uns. In der Eucharistie schenkt sich Jesus ganz uns Menschen. Es ist ein Geheimnis des Glaubens, das wir hier feiern. Es ist das Geheimnis von Liebe und Hingabe. Jesus ist unser Freund, er lädt uns ein. Ganz besonders euch, liebe Kinder, die ihr heute zum ersten Mal zur Kommunion geht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Der Friede sei mit euch. Der Leib Christi. Jesus Christus selbst kommt ganz zu uns und wir nehmen ihn auf. Wenn wir Amen sagen, dann sagen wir Ja zu dieser Gemeinschaft mit Christus. Der Leib Christi schenke uns ewiges Leben. Amen. Jesus ist unser Freund und wir können uns immer auf ihn verlassen. Die Erfahrung dieser absoluten Gemeinschaft mit Gott, das ist das Geheimnis dieses Tages, dieser ersten heiligen Kommunion. Musik